Ja, natürlich würde ich gerne mitspielen, das ist ja keine Frage. Also, es war auch mein Ziel und so, aber ich bin ja froh über jede Minute, die ich spiele und ich habe viele Einsätze schon bekommen. Und ja, ich habe, glaube ich, auch am Anfang erstmal ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, in die Mannschaft zu finden, aber mittlerweile denke ich, bin ich gut angekommen und ja, dann kommen auch die Einsatzzeiten. Ich glaube, man muss an allem arbeiten, an meinen Stärken und an meinen Schwächen. Deswegen gibt es gar nichts Besonderes, wo ich jetzt mich halt weiterentwickeln muss, sondern es sind alle Bereiche, ob Schnelligkeit, ob Kopfballspiel, ob mein Passspiel. Ich muss überall weiter Gas geben, mich weiterentwickeln und ich denke mal, dann kommt der Rest auch von alleine. Nee, der Markus hat es schon richtig gesagt. Man muss an allem arbeiten. Ja. Ich denke, es ist wichtig für ihn, da an vielen Sachen zu arbeiten. Aber ich meine, er braucht sich jetzt nicht verstecken. Wie gesagt, er hat ein gutes Kopfballspiel, er hat ein gutes Passspiel. Das ist ihn auszeichnet. Er hat das Spiel nach vorne. Ja. Er hat schnell den Kopf oben, spielt nach vorne. Ich denke, er weiß selbst, er muss ein bisschen aggressiver werden, gerade in den Positionen, wenn ich als Sechser spiele. Ja, da kann ich nicht alles spielerisch lösen, da muss ich auch mal so richtig dazwischen gehen. Sag ich mal, das ist, glaube ich, wo er noch am meisten arbeiten muss dran, so, ja, an der Aggressivität, ja, gegen den Mann. Na, er ist ein guter Fußballer, gerade als Innenverteidiger oder sowas, sucht man das ja auch. Also da hat er schon gute Vorteile. Das, wie gesagt, und das andere sind auch noch so Kleinigkeiten, wo man dran arbeiten muss, aber das muss jeder Spieler. Ja. Aber wie gesagt, er hat schon viele positive Eigenschaften und wie gesagt, von dem her, wenn er sich so weiterentwickelt, wird er mit Sicherheit noch mehr Einsatzzeiten haben. Ja, ich habe halt die letzten Jahre auf der 6 eher gespielt. Also deswegen ist die 6 eigentlich so mein Favorit, kann man sagen. Aber ich kann auch halt Innenverteidiger spielen. Das habe ich ja auch letztes Jahr ab und zu in München gespielt und links hinten in Koblenz oder in Mainz. Deswegen eigentlich so eine Lieblingsposition gibt es jetzt nicht. Hauptsache ich spiele.